Ich bin der Steffen Tölzer von die Augsburger Panther. Bin seit 12 Jahren jetzt bei die Augsburger Panther und ja, ist sozusagen mein Heimatverein mittlerweile. Jetzt spiele ich schon 23 Jahre Eishockey. Wie das angefangen hat, ich hatte damals Optionen zwischen Boxen, Eishockey und Fußball. Habe dann Eishockey und Fußball mir am meisten Spaß gemacht. Habe das natürlich Fußball auch noch lange verfolgt, bis ich im Alter von 14 dann aufgehört habe und gesagt habe, habe mich dann für die Eishockeyschiene komplett entschieden und ja, bin den Weg so gegangen. Ja, der Alltag vom Eishockeyspieler ist im Endeffekt, sage ich mal, nichts Besonderes. Im Endeffekt, man steht in der Früh auf, ganz normal, geht zum Training, macht sein Warm-up, zieht sich an, geht aufs Eis. Nach dem Eistraining meistens macht man noch mal ein kleines Workout, Krafttraining, Stretchen, Massage. Ja, und dann versucht man gutes Mittagessen zu essen, dass der Körper sich ordentlich regenerieren kann für den nächsten Tag, um bereit zu sein. Die körperliche Fitness beim Eishockey ist im Endeffekt sehr, sehr wichtig. Wenn man nicht fit ist, kann man nicht die ganze Saison spielen. Erst recht ist man verletzungsanfällig. Und ja, gut, an gewissen Verletzungen kann man nichts machen, das passiert einfach. Aber man kann auf jeden Fall die kleinen Verletzungen vermeiden, Muskelverletzungen, Muskelfaserrisse. Und wenn man auf jeden Fall fit ist, und dadurch muss man natürlich uns im Sommer, ist das eigentlich die halbe Miete, wenn man sich ordentlich auf die Saison vorbereitet, kann man auch gute Saison spielen. Unsere Physiotherapeuten sind unglaublich wichtig, erst recht dadurch, Eishockey ist ein sehr, sehr harter Sport. Auch wenn man jetzt dementsprechend, man hat unglaublich viele Prellungen von Schüsseblocken oder mal von Checks. Und oft verzieht es auch komplett den Körper, das ganze Fahrgestell. Und dann braucht man natürlich Physiotherapeuten, die einen dann wieder gerade machen, um dass man durch die ganze Saison durchkommt. Unsere Aufgabe bei den Augsburger Panthern ist die Behandlung vor den Spielen, beziehungsweise wir bereiten Spieler auf das Spiel vor, indem wir sie lockern. Das heißt, wir massieren sie, wir dehnen sie, wir stretchen sie. Wir machen ein Aufwärmprogramm mit ihnen, so dass sie für das Spiel bereit sind. Nach dem Spiel arbeiten wir mit ihnen im Bereich der Regeneration. Wir dehnen sie aus, wir massieren sie auch gerne mal wieder und wir machen verschiedene Übungen, um einen Cooldown herbeizuführen. Ja, vor dem Spiel ist natürlich, ja, man versucht sich aufs Spiel zu konzentrieren, man wiederholt die Sachen, die man Systemvorgaben, die man im Training geübt hat. Man versucht gewisse Basics, was ich grundsätzlich mache, 1 gegen 1, Defensivseite halten und solche kleinen Dinge wieder zu wiederholen. Und dann versucht man sich zu 100% aufs Spiel zu konzentrieren und will natürlich die 3 Punkte holen. Mein größtes Erfolgserlebnis war jetzt damals die Vizemeisterschaft mit Augsburger Panther. Ja, das war so schön, das Erfolgserlebnis, weil einfach die Stadt, komplette Stadt hinter uns stand. Es war Ausnahmezustand in komplett Augsburg. Ich glaube, jeder war, ganz Augsburg, der war im Stadion und hat versucht, das Spiel zu sehen. Und es war einfach unglaubliches Feedback von den Fans und einfach ja, super, schön, einfach unbeschreiblich. In 5 Jahren, ich hoffe, ich stehe immer noch auf dem Eis. Als Kapitän für die Augsburger Panther wäre natürlich schön. Das wäre natürlich mein Traum.